Herzlich willkommen zu Berlin Ganze Moor und zum letzten Video zur Army Armament Serie. Ich bin ein bisschen traurig, weil mir hat es echt Spaß gemacht. Hat ein bisschen länger alles gedauert, die ganzen Waffen abzudrehen. Ich hatte auch wenig Zeit, muss ich dazu sagen. Die letzten Wochen und so zwecks viel Arbeit gehabt. Aber ich habe es doch irgendwie hinbekommen. Habe noch mehr Kram rumzuliegen. Review-Waffen von Pegadi. Die kommen jetzt aber auch demnächst noch. Und da freue ich mich schon auch wieder richtig drauf. Und ja, das ist jetzt das letzte Modell, leider, von der Army Armament Serie, die ich bekommen habe. Karton kennt ihr ja, habe ich ja schon x-mal jetzt gesagt. Ist nichts Weltbewegendes. Hier steht nur noch mal drauf. Heute testen wir nochmal die letzte Waffe oder reviewen sie. R28 in Silber. Wir hatten die R28 schon mal in Grau gehabt. Das ist mein Favorite gewesen. GBB-fähig und CO2-fähig. Also noch interessanter. Die R28 in Silber und wie auch in Grau. Auch noch in anderen Farben erhältlich im Pegadi-Shop in Tannen und in B-Color und so weiter und so fort. Etliche Farben, da kann man sich richtig austoben. Genau, man könnte auch alle Waffen kaufen bei Pegadi und sagen, okay, den Schlitten mache ich mal darauf, 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 da kommt eine geile Farbkombi vielleicht noch raus. Kann man auch machen, wenn man möchte. Gut, packen wir mal das gute Stück mal aus. So, dann haben wir hier, ich lege mal die Verpackung ein bisschen weiter weg. Dann haben wir hier wieder das Messprotokoll. 6 mm BBs, 0,20 Gramm schwer. Erster Schuss war mit 1 Joule und der letzte mit 0,8 Joule. Seht ihr hier nochmal, ne? Zack. Genau. Ja, das ist das Messprotokoll. Finde ich mal ganz cool, dass das dabei liegt. So. Dann haben wir hier, kennt ihr ja auch schon, die kleine Mini-Bedienungsanleitung von Army Armament. Ja, zack. Und zack, hier wieder mit Bildchen, was man zu tun und zu lassen hat mit der Waffe, wie man sie reinigen kann, wie man sie repetiert und so weiter und so fort. Was man nicht machen soll, ist immer ein cooles Bildchen gehalten. Ja, ist schon nicht schlecht, also die Bilder sprechen mehr, als wenn ich mir das ganze chinesische Hieroglyphenkram jetzt durchlesen würde. Genau, klein, schmal und handlich. Die Bedienungsanleitung. Genau, dann haben wir hier einen Salzsack, den man nicht braucht. Dann haben wir wieder das Tool, was ich ja schon im letzten Video nochmal erklärt habe. Legen wir mal hier beiseite. Und dann kommt jetzt die schöne Waffe. Oh Gott. So, dann haben wir hier die schöne Waffe. Die legen wir erstmal hier hin. Genau. So. Das ist die schöne Waffe. Ja, ich lasse das mal so ein bisschen wirken. Aber ich finde diese R28 in Silber, in Grau, irgendwie am schönsten. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ist. Vielleicht liegt es halt auch, dass die bulliger aussieht. Na, auf jeden Fall sind die am schönsten. Mein Empfinden ist das. Ja. Hier haben wir sie jetzt nicht in Grau, sondern in Chrom-Matt, so wie das andere Modell, die R29 auch. Genau dasselbe Finish. Ja, ich lasse das mal kurz so ein bisschen wirken. Ich schwenke die mal ganz kurz mal so ein bisschen, dann gehen wir mal ein bisschen näher drauf ein. Ja. Genau. So. Zack. Zack, genau. So. So. Dann fangen wir mal an mit der schönen R28. So, wir haben wieder hier diese Polymergriffschalen. Ja. Finde ich ein bisschen schöner als bei den anderen Modellen. Ja. Sieht irgendwie schöner aus. Ist aber auch, denke ich mal, Geschmackssache. Ist aber wieder leider halt eben nicht so hochwertig, dieses Polymer. Aber fässt sich halt auch noch gut an, liegt auch gut in der Hand, die Waffe. Man kann es, wie gesagt, austauschen, die Griffschalen. Müsst ihr mal gucken. Ja, aber so liegt sie auch gut in der Hand, wie ich finde. Dann haben wir hier noch Metallschrauben. Hier haben wir noch eine metallische Öse. Kann man sie sich am Hals noch baumeln, die Waffe. Ich muss mal kurz einen Kaffee trinken.
an meine Pfeife ziehen. Muss sein, sorry. So, weiter geht's. Genau, dann haben wir hier den Magazin-Auslöseknopf, der ist ebenfalls aus Polymer. Zack, dann kommt das Magazin euch schon entgegen. Die Waffe wird ausgeliefert mit einem GBB-Magazin, also Green Gas-Magazin. Ja, gehe ich später noch mal drauf ein. Dann haben wir hier den Abzug, der ist auch ventiliert zur Gewichtersparnis mit diesen drei eingestanzten Löcher drin. Das ist jetzt Geschmackssache, was er besser findet. Ich finde halt beides ganz cool. Ja. Hat man ja bei der RA29, hat man ja hier ein durchgängiges ventilierten Hahn. Hier hat man eben diese drei Löcher. Und sitzt halt auch ein bisschen locker drin. Okay. Ja. Ist halt so. 84 Euro kostet die Waffe. So wie alle Army Armament Waffen dieser Serie. Genau. Dann haben wir hier unten noch eine Rail-Schiene. Ja. Das sieht dann so aus. Ja. Ist auch nicht scharfkantig. Ja. Genau. Hier sieht man ein bisschen ein paar Gussdinger. Ja, ja, okay. Bei diesem hellen Finish sieht man auch jede Scheiße, wie ich finde. Ja. Lässt sich nicht wahrscheinlich vermeiden. Genau. Laser, Lampen bitte in Deutschland nicht anbringen. Strengstens verboten. Deswegen halt, man kann hier halt so eine Brücke rüberbauen. Kann man. So, meine Speicherkarte war leer. Sorry dafür. Na jedenfalls, Magazin ist raus. Gehe ich später nochmal drauf ein. Hier unten der ganze Body ist ebenfalls aus Metall gefertigt. Wie auch der Schlitten, auch aus Metall, schön gefertigt. Ja. Und hier seht ihr auch noch für CO2 diese Vergrößerung, diese Aussparung hier. Das haben die anderen Modelle eben nicht, nur die R28 in Silber oder Grau oder Tan. Ja. Nur als Info. Schlitten haben wir hier halt wieder diese Rifflung, dass man halt nicht abrutscht. Ja, kann man schön den Schlitten zurückziehen oder auch so. Ja, das ist hier, wie gesagt, besser gelöst, wie ich finde. Genau, sonst sehen wir auf den Schlitten nichts. Hier ist noch der Schlittenfanghebel, der ist ebenfalls aus Metall. Sicherung auch aus Metall gefertigt, wie auch der Hahn aus Metall gefertigt ist. Und der ist hier auch nochmal ventiliert. Ja, und hier der schöne Beaver-Tail, dass ihr euch nicht die Haut quetscht. Ja, hier noch besser gelöst, wie ich finde, der Beaver-Tail. Hier die Sicherung ist halt auch aus Metall gefertigt. Das hier unten ist dann halt wieder Polymer. Fässt sich aber auch sehr, sehr gut an, wie ich finde. Die Sicherung ist für Links- sowie auch für Rechtshänder. Ja, wenn der Hahn gespannt ist und wenn nur der Hahn gespannt ist, kriegt ihr die Sicherung rein. Wenn der Hahn nämlich nicht gespannt ist, kriegt ihr auch die Sicherung nicht rein. Genau, zack, hoch, runter, hoch, runter. Geht auch ganz gut. Ja, schön smooth, wie ich finde. Kann man halt schön über den Daumen mit der Sicherung arbeiten. Und hier nochmal für die Linkshänder. Ja. Genau. Dann haben wir Kimme und Korne schön abgesetzt. Das meine ich halt mit diesen grünen Punkten. Auch hier hinten kann man auch schön in der Dämmerung die Ziele noch anvisieren. Sehr gut gelöst bei den R28 Modellen. Wiederum bei den anderen Modellen eben nicht so, die ich gezeigt habe. Ja, schade eigentlich. Gut, hier sieht auch alles sehr, sehr schön aus. Halt nichts Scharfkantiges, gut verarbeitet für den Preis, wie ich finde. Patronenlager steht noch 45 ACP drauf. Und halt in Schwarz gehalten. Patronenlager halt, wie gesagt, ist aus Metall. Der Innenlauf aus Messing. Hier haben wir auch nochmal die Rillen. Ja. Und hier haben wir halt auch nochmal Pegadi, der Importeur, F im Pentagon und die Kaliberanzahl. Genau, hier wieder diese Griffschalen und mehr finden wir auf dieser Waffe nicht. Na, hier haben wir nochmal schön aus Metall auch die Kimmer und Korn, wie auch hier aus Metall. Das gefertigt ist, glaube ich, ist das Metall. Ich glaube, das ist Metall. Okay, genau, das Patronenlager sieht auch sehr schön aus.
Ja, von. Und so sieht es dann halt so aus. Auch schön mit den B-Color schwarz gehalten. Sieht auch echt edel aus, wie ich finde. Genau. Und wenn ihr die Waffe jetzt gespannt habt, könnt ihr die Sicherung reinmachen, könnt ihr nicht abschlagen. Macht ihr die Sicherung raus, könnt ihr immer noch nicht abschlagen, weil ihr müsst hier wieder raufdrücken, Handballsicherung, zack, und dann löst sich auch der Schuss. Ja. Und das geht hier auch sehr smooth alles, der Schlitten. Na. Nicht schlecht. Hier haben wir die Rückholfedergestänge noch, das ist aus Stahl gefertigt und das hier Metall und innen drin, wie gesagt, Messing. Ja, genau. Hört sich echt gut an, wie ich finde, die Waffe. CO2-Magazin zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Bis gleich. So, hier bin ich schon mal. Hier ist das CO2-Magazin. Kostet auch um die 35 Euro bei Pegadi erhältlich. Haben sie mir noch dabei gelegt. Weil die Waffe ist ja auch CO2-fähig, die R28. Genau, das ist hier von KG Works. Das ist ein sehr hochwertiges Magazin. Das packe ich euch mal aus. Und dann zeige ich euch das mal. So, mehr ist hier nicht drin, ne? Doch, hier ist noch ein Imbus dabei. Zack. Lassen wir hier hin. Hier ist noch ein Imbus dabei, dass man die CO2-Kapsel auch anziehen kann, ne? Genau. So sieht das hier aus. Sehr hochwertig verarbeitet das Ganze, wie ich finde. Na, wenn wir den Vergleich euch angucken, das Army Armament Magazin sieht auch eigentlich hochwertig aus. Aber wie gesagt, die Schussausbeute ist hier wahrscheinlich nicht so gegeben, weil das Gas wird hier nicht so gehalten. Habe ich ja schon mal in meinen anderen Videos gesagt. Kauft euch zu der Waffe ein KG Works CO2 Magazin dazu. Und noch ein KG Works Gasmagazin oder zwei CO2 Magazine, keine Ahnung, müsst ihr entscheiden, was ihr mehr mögt. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das Magazin ist echt schön verarbeitet, geht auch schön rein. Ja. Deswegen hier auch die Aussparung, weil hier noch die CO2-Kapsel so ein bisschen Platz wegnimmt. Deswegen habt ihr hier da die Aussparung, zack, rein. Und dann könnt ihr losballern, ja, mit den schönen CO2-Magazin. Schusstest folgt am 31.03. auf der Schießbahn. Ich muss mal kurz Kaffee trinken. Zu der habe ich jetzt alles gesagt. Ist auch jetzt durch die Serie dann nach den Schusstests. Ich freue mich noch auf die Schusstests. Sehr hochwertig, wie gesagt, verarbeitet wieder diese Waffe, Haptik und Optik, sowie auch die anderen Army Armament Waffen, die ich jetzt euch gezeigt habe. Schusstests werden wir noch abwarten, wie die sind. Klare Kaufempfehlung kann ich schon mal rausgeben für die Optik und Haptik, wie sie alles verarbeitet ist, wie sie aussieht für 84 Euro Metall, bla 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 blub. Zum Schusstest sage ich dann was, wenn wir den gemacht haben. Bei den CO2 R28, denke ich mal, mit dem Magazin von KG Works, CO2 Magazin, wird die auch geil schießen. Gucken wir dann halt nochmal zwecks den Standardmagazin, ob das auch geil schießen wird. Und dann werden wir das sehen. Ich bin raus, Berlin ganze Moor, bye. Und ich habe noch was vergessen, sorry. Und vielen Dank nochmal bei Pegadi, der mir die Waffen zur Verfügung gestellt hat. Diese Serie von Army Armament. Schaut da mal rein. Und die Waffe kann man halt auch noch tunen lassen bei Pegadi. Ja? Alles möglich. Wie gesagt, bis dahin, bye.